Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. In der letzten Folge haben wir jetzt endlich die neue Kolonie gegründet. Ich habe auch gleich mal die Weltkarte geladen, damit wir da nicht warten müssen, weil wir werden jetzt gleich die Rohstoffe, die wir hier in die Transportkapseln reingeladen haben, sofort mal rüberschicken. So, und ich habe mir ja überlegt, dass ich hier reinbuddeln werde und ich denke, ich werde das auch nicht ändern. Ich glaube, das ist schon ganz gut, die Position hier, und deswegen schicke ich die Transportkapseln einfach mal hier hin. Und dann baue ich natürlich auch gleich wieder neue. Okay, das hat ja nicht so geklappt, wie ich das wollte. Machen wir es nochmal. Ah, jetzt hat es funktioniert. Okay, dann muss ich die anders da auswählen. Ich dachte, ich könnte das mal so machen, aber naja, mache ich es halt so. Baue ich neue, weil ich will auf jeden Fall, glaube ich, noch ein paar Sachen rüberschicken. Ich denke mal, das könnte... Ja, ich weiß nicht, ob es reicht, aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen was rüberschicken. Und dann installieren wir gleich mal die Betten. Na, wo vielleicht nirgendwo schon ein Baum steht. Den müssen wir nämlich dann noch fällen. Und dann können wir nämlich auch gleich noch zwei, drei kleine Räume bauen. Beziehungsweise machen wir das mal so. Ah, der ist schon winzig. Einfach mal so, damit die wenigstens ein paar kleine Räume haben und für sich sind. Und ich hoffe, dass das dann gleich jemand übernimmt. Nee, das wollen sie natürlich nicht machen. Aber die Betten können wir schnell aufbauen, dann liegen sie wenigstens erstmal im Bett. So, Ben, du kannst es auch mal machen. Dann brauchen wir natürlich noch eine Lagerzone. Da müssen wir aber, glaube ich, nicht so viel ändern. So, Yassi baut auch schon die Mauer da auf. Das ist sehr gut. Da kann No Game No Life auch noch kurz mithelfen. Dann brauchen wir noch einen Tisch. Die Sachen hätten wir wahrscheinlich alle rüberschicken können. Auch so einen Tisch oder Stühle oder so. Aber ich denke mal, das können wir auch so nochmal aufbauen. So, dass wir das wenigstens einigermaßen fertig haben, die Räume. So, dann hat jeder seinen eigenen Raum, das ist schon mal ganz gut. Dann kriegen sie wenigstens den gestörten Schlaf erstmal nicht. Ja gut, den haben sie jetzt schon viermal. Aber die Wand müssen wir natürlich auch noch bauen, das wäre sehr wichtig. Und die da, und dann müsste es eigentlich passen. So, und was macht Ben da eigentlich? Ah, der entfernt irgendwas, okay. Kann noch ein bisschen beschleunigen. Oh, Bären, genau. Sehr schön. Okay. Sieht ja sehr witzig aus. Wir haben Gefängnisausbruch, echt? Fasan möchte raus. Das ist sehr unschön. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir den mal umzuboxen. Oh, der boxt uns selber schon. Hey, was ist los mit dir? Depsilon, du kannst auch mal gerne hier mit angreifen. Okay, dann hat sich das auch schon mal erledigt. Dann können wir ihn wieder fangen. Haben wir eigentlich, wie viele Gefangene haben wir denn noch? Nicht mehr so viele, glaube ich. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, zwei rekrutiert. Haben wir überhaupt noch? Nee, wir haben da nur noch Fasan als Gefangenen. Okay, sehr interessant. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich vielleicht die Anbauzone mal in Heu umwandle. Beziehungsweise vielleicht einen kleinen Teil davon. Machen wir das mal irgendwie so. Und die hier oben auch weg. Und dann machen wir da einfach mal Heu hin. Jetzt haben wir noch einen Blitzsturm, das ist nicht so schön. Damit die Tiere halt auch nochmal was anderes zu essen haben. Weil ich glaube, Heu wächst ein bisschen besser. So, kann ich jetzt nur die da anwählen? Das wäre sehr gut. Heugras. Und dann machen wir hier oben auch nochmal Heugras rein. So, und ja, den Blastall, den könnten wir eigentlich auch irgendwann mal abbauen. Und der Blitzsturm ist anscheinend in der neuen Kolonie. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Was wir dann auch noch machen sollten, wären die Bauteile abbauen. Das ist sehr, sehr wichtig, die brauchen wir.
die hier noch abbauen. Dann können wir nämlich da auf jeden Fall ein Geothermiekraftwerk hinbauen. Das würde uns einiges sparen. Stahl haben wir hier auch noch, aber ich denke mal, Stahl habe ich ja genug rübergeschickt. Das dürfte an sich passen. Und danach werde ich mich dann hier reinbuddeln. Aber ich würde sagen, erstmal die Bauteile noch abbauen. Das wäre sehr wichtig. Schau nochmal bei den Arbeiten vielleicht vorbei. Aber ich denke, da müsste alles drin sein. Vielleicht hier bei Pflege noch ein paar Einser. Bei Kochen von mir aus hier eine 4, eine 4. Jagen brauchen wir momentan gar nicht. Der Rest passt an sich eigentlich gut. Und mir fällt gerade auf, ich habe hier gar nicht die Vitalmonitoren aufgebaut. Die könnte ich auch mal bauen. So, jetzt haben wir noch eine Vorratskapsel. Bisschen Mais. Nee. Ist ein bisschen weit weg, würde ich jetzt nicht holen. Oh, hier muss ich auch aufpassen, sonst kann ich das hier nicht bauen, wenn ich das jetzt hier gleich zubaue. Ansonsten sieht das hier ganz gut aus. Wir bräuchten, ja, Entspannungsmöglichkeiten bräuchten wir noch. Also wir müssen das Teleskop und den Fernseher noch rüberschicken. Das wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Aber jetzt schaue ich erstmal, was die hier so machen. Wir könnten noch mal ein bisschen Holz hacken, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So, mal schauen. Können wir vielleicht erst den Tisch noch bauen? Bevor wir was essen. Ja, okay, das ist gut, sieht nicht so aus, als ob wir den Tisch noch vorher bauen könnten. So, was hat Lara Croft? Wieso bist du... Ah, du hast einen geistigen Zusammenbruch anscheinend. Bisschen hungrig, krank, auf dem Boden geschlafen. Schutzweste eines Toten, zum Beispiel, die könntest du mal ausziehen. Da muss ich gleich mal drauf achten, dass wir das machen. Ich glaube, ich kann hier Schutzwesten herstellen. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich muss mal gucken, was Schutzwesten kosten. 120 Stahl und zwei Bauteile. Ja, ist schon relativ teuer. Ich würde die Bauteile eigentlich gerne aufheben. Oh, wir haben ein Gebiet freigelegt. Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz, wieso wir hier ein Gebiet freigelegt haben. War das nicht vorher schon da? Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Hier haben wir auch noch ein paar Bauteile, die können wir auch noch abbauen. Das war doch vorher schon da eigentlich. Von welchem Gebiet spricht derjenige, der Spieler, die KI? Keine Ahnung, was damit jetzt gerade gemeint war. Habe ich hier was freigelegt? Nee, eigentlich ja nicht. Oh, hier haben wir auch nochmal Bauteile. Sehr schön. Also Bauteile sollte es eigentlich genug hier auf der Karte geben bis jetzt. Also sieht jedenfalls so aus. Nee, das ist ein bisschen untätig. Du kannst doch noch forschen. Warum bist du nicht am Forschen? Echt, Wuseline forscht? Nee, das wollen wir nicht. Wuseline, du brauchst auf jeden Fall nicht forschen. Mach mal was anderes. Hast auch Transport und Reinigen, also eigentlich hast du genug zu tun. So, und NoGameNoLife kann dann auch gleich die Bauteile mitnehmen, wenn er hier fertig ist. Sehr gut. Nehmen Sie gleich mit, die brauchen wir auf jeden Fall. So, ich hoffe, dass du hier durchkommst. Ja, sieht gut aus. Und Yassi, du bist auch sehr fleißig am Bauen schon. Am Abbauen. So, die Kryo-Schlafkapseln sind fertig. Was machen wir jetzt noch? Ach komm, wir machen einfach mal die Grundlagen Raumschiff. Ich meine, wir fliegen eh nicht mehr im Raumschiff weg, aber was sollen wir sonst mit Nele machen? Wir könnten sie künstlerisch noch betätigen lassen, aber das will ich eigentlich auch nicht. So, wie sieht's aus mit dem Feuer? Oh, das ist schon relativ nah. Okay, da müssen wir mal ein bisschen drauf achten. Und ich würde sagen, bauteilemäßig sieht's. Oh, wir haben schon 20 Bauteile. Okay, dann können wir eigentlich schon mal ein Geothermiekraftwerk bauen. Dann einmal hier Stromkabel verlegen. Und dann demnächst uns in den Berg bauen. Ich denke mal, wir könnten eigentlich die Küche irgendwie hier hin machen.
Vielleicht nach rechts buddeln, das könnten wir auch machen. Weil ich glaube, wir machen die Wohnung vielleicht nach oben. Das wäre, glaube ich, am geschicktesten. Ich denke mal, so ist ganz gut. Dann reißen wir das mal noch kurz ab, das hier auch. Das müssen wir, können wir erst, brauchen wir, können wir auch später fertig bauen. So, Fluggel hat jetzt noch einen Zusammenbruch. Lara Croft ist nicht mehr verwirrt, das ist schon mal gut. Dann ziehe ich dir mal die Schutzweste hier aus. So, wie sieht's hier aus? Habt ihr die Bauteile hoffentlich mitgenommen? Naja. Okay, ja, sie lasse ich dann das noch machen. Dann haben wir da auch nochmal 10 Bau, nee, 12 sogar. 12 Bauteile und wir haben einen Überfall. Wow, okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir alle ins Safe-Gebiet setzen erstmal. Und die Tiere auch ins Safe-Gebiet. Das sind viele. Das könnte schwierig werden. Schauen wir gleich mal, wo die langlaufen. Wir könnten auch gleich mal, das ist eigentlich eine gute Idee. Wir haben ja jetzt mittlerweile so viel Mörsergeschosse. Dann habe ich eigentlich mal Lust, hier ein bisschen rumzuballern. Oh, es sind alle ein bisschen gestresst. So, mal gucken, ob die treffen. Ja, oh, nicht so ganz. Oh, weiter. Wen könnte man noch? Thunder? Du kannst den Mörser noch bemannen und Zwerg. Gucken, ob wir treffen. Oh, wir haben schon getroffen, glaube ich. Bumm, Alpaka tot. das war ein richtig schöner Treffer. Schau noch mal kurz hier vorbei. Hier sieht's auch ganz gut aus, denke ich. Ah, schauen wir mal, wie wir hier die Leute platt kriegen. Wenn wir jetzt noch mehr Mörser hätten, also ich will ja insgesamt 24, denke ich, bauen, dann würden wir die locker so schnell ausschalten können. Wir haben zwei Kolonisten untätig, echt. Groot und Hannes. Da muss ich auch mal gleich schauen, ob ich dir noch was anderes geben kann. Boah, so ein Treffer hier in der Mitte wäre richtig nice. Ich glaube, wir haben schon 10 Leute erledigt. Das ist gut. So, ich glaube, der. Oh, wir haben schon nochmal einen guten Treffer gemacht. Oh, und die Boomrate erledigt. So können wir natürlich auch jagen gehen, indem wir die Tiere einfach mit den Mörsern abschießen. Vielleicht können wir da noch jemanden gefangen nehmen. Vielleicht den Präriehund, aber ich bezweifle es eigentlich. Das war ein heftiger Treffer. Gucken, ob wir nochmal treffen, aber ich bezweifle es jetzt. Wo sie sich bewegen, könnte es ein bisschen schwieriger werden. Vielleicht hier nochmal. Ja, wird aber, glaube ich, sehr schwierig. Ich glaube eher, die kommen jetzt gleich durch. Schauen, ob wir hier nochmal. Nee. Oh, doch, hier hätten wir, glaube ich, fast nochmal getroffen. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal mit den Mörsern, oder? Ja, wir können mal versuchen, ob wir hier drüben nochmal was treffen. Ah, sehr schade. Das war ein Treffer, aber glaube ich. Da haben wir auch nochmal getroffen. Da haben wir jetzt nochmal einen erledigt. Ich glaube, den Rest kriegen wir jetzt nicht mehr. Was, die Tür ist offen? Dann machen wir gleich mal den Schalter an. Depsilon macht es schon. Okay, das ist gut. Echt jetzt? Habe ich hier keine Tür hingebaut oder was? Habe ich die offen gehalten? Ah, wegen dem Holz wahrscheinlich, ja. So, ich hoffe, dass das Geschütz nicht kaputt geht. Okay. Sehr gut.
So geht das Ganze natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, was die machen. Die werden wahrscheinlich die Türen gleich angreifen. Dann muss ich die vielleicht nochmal umschießen. Ja, die werden hundertprozentig die Tür angreifen oder die Mauer. Ja, die greifen die Tür an. Okay, dann müssen wir sie umschießen. So, Moment. Wir könnten mal gucken, ob wir noch hier jemanden gefangen nehmen können. Mal schauen, ob sich das lohnt. 6,8 Stunden, 2,1 Stunden. Nee, das schaffen wir, glaube ich, zeitlich nicht. Den mit 6 Stunden könnten wir vielleicht noch schaffen. Versuchen wir mal. Oh, ich muss noch ein Gefangenenbett machen. Ich versuche mal, den mit 6 Stunden noch zu erreichen. Aber ich bezweifle es irgendwie, dass wir schnell genug sind. Ich mache mal hier ein Gefangenenbett rein. Oder kann ich auch Nele das machen lassen? Nele ist auch relativ schnell. War das jetzt Krabbe? Nee, das war Jaguar, genau. Versuche ich mal, den noch zu fangen, aber ich bezweifle es halt ehrlich, dass wir den noch kriegen. Kriegen wir hier vielleicht noch einen? Ja, hier kriegen wir auf jeden Fall noch einen. Machen wir hier irgendwo noch ein Gefangenenbett rein, hier oben vielleicht. Und dann versuchen wir, den mal noch schnell zu fangen, diesen da, den Scout. Ah, du kannst ihn jetzt nicht mitnehmen, weil die da. Ah, die sind im Weg anscheinend. Jetzt können wir aber, glaube ich, mitnehmen. Oder? Nee, es geht immer noch nicht. Da steht immer noch der eine Typ im Weg. So, jetzt aber, oder? Jawohl, jetzt können wir ihn mitnehmen. Sehr schön. Den letzten, den hauen wir dann auch noch um. Schön. Gut, dann bauen wir das wieder auf. Die Sachen hier nehmen wir mit. Die ziehen wir aus. Dann haben wir wenigstens für unsere Hunde wieder ein paar Sachen zu essen. Und die hier unten, ich weiß nicht. Was können wir denn mit denen machen? Die ziehen wir auch auf jeden Fall auch alle aus. Und die ganzen Sachen nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Stahl können wir dann eigentlich auch mal mitnehmen. Die Bauteile können wir vielleicht da unten mal abbauen. Und dann machen wir erstmal wieder auf unbegrenzt. Und die Tiere ins Arbeitsgebiet. Oh, wir haben ziemlich viel Nachwuchs, glaube ich, wieder bekommen bei den Hunden. Und dann schauen wir mal hier vorbei, wie es hier aussieht. Ja, könnte besser sein. Das ist hier auch noch nicht gebaut worden. Schade. Aber stahlmäßig haben wir genug eigentlich. Ja, 766. Daran dürfte es eigentlich nicht scheitern. So, und jetzt muss ich mal nach der Tür gucken. Ich glaube, die wurde. Ja, die ist offen gehalten worden wegen dem Holz, glaube ich. Ich mache mal das Holz hier weg. Ja. Das war, ist natürlich fatal. So, hat Nele den jetzt reingeschleppt eigentlich? Sieht nämlich nicht so aus. Ja, Nele hat ihn sterben lassen, würde ich mal sagen. Das ist sehr unschön. Sonneneruption. Und was ist mit Tasca? Den kriegen wir vielleicht, oder? Ja, 87. Das kriegen wir ja auf jeden Fall hin. Was haben wir hier noch ein bisschen? Ja, jo, das holen wir auf jeden Fall nicht. Und ja, jetzt können wir hier leider nichts mehr machen, weil natürlich eine Sonneneruption mal wieder da ist. Beziehungsweise ein Sonnensturm. So, dann machen wir auf jeden Fall hier mal noch das Teleskop rein. Und den Fernseher. Und was soll man noch rüberschicken? Sollen wir noch irgendwas rüberschicken? Ich weiß nicht. Brauchen wir noch was? Geschütze wären gut. Weil ich glaube, ich baue die selber auf dort drüben. Ich glaube, das ist besser. Also einmal den Fernseher, einmal das Teleskop. Dann haben die auf jeden Fall was zum Unterhalten hier drüben. Ich denke mal, das sollte auch für den Anfang reichen. So, dann bräuchten wir vielleicht noch eine Abfallzone irgendwo hier draußen. Sehr gut.
Und hier drüben sind mir einige Kolonisten untätig. Das ist nicht so gut. Vielleicht noch ein bisschen Planstall abbauen. Wir könnten auch demnächst noch mal ein bisschen weiter hier reinbuddeln. Beziehungsweise eher nach rechts, glaube ich. Nach oben macht nicht mehr so viel Sinn. Sollen wir die Wand noch mal ein bisschen verstärken? Ja, komm, wir verstärken noch mal die Wand hier ein bisschen. So, dann dürften sie auf jeden Fall genug zu tun haben. Sandsteinblöcke, die sind relativ nah, glaube ich, oder? Ah, könnten auch näher sein, aber wär in Ordnung, die mitzunehmen, glaube ich. Mache ich das mal. Die Mahlzeiten werden uns natürlich jetzt hier demnächst verderben. Beziehungsweise werden eigentlich durch den Regen zerstört, ja. Das ist sehr unschön. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal was rüberschicken, wahrscheinlich. Und oh, wir müssen natürlich hier die Schieferwand abreißen. Ich hoffe, dass da hinten dran nichts Schlechtes ist. Wahrscheinlich werden wir jetzt gleich ein Gebiet freilegen, werde ich aber gleich sehen. Wenn das dann mal irgendjemand übernehmen würde. So, und die Yassi stellt einfach mal No Game No Life. Das ist sehr unschön. So, ich denke mal, die Wohnungen können wir auf jeden Fall noch fertig bauen. Das kriegen wir noch die Folge hin. Und in der nächsten werden wir dann mal das mit den Kühlungen irgendwie erledigen. So, würde vielleicht No Game No Life, du kannst mal die Schieferwand abreißen. Ich würde nämlich gern wissen, was da hinten dran ist. Okay, nur so ein kleiner Raum, das ist schon mal gut. Dann können wir das hier eigentlich auch nochmal abreißen. Und dann setzen wir einfach das Bett von Bendern hier rein. Und das Bett von Yassi setzen wir dann hier oben rein. Habe ich mich da verbaut? 6x7, ja, ich habe die Tür, glaube ich, falsch gebaut. So, noch ein verrücktes Tier. Das Alpaka ist nicht so schlimm. Das stört mich jetzt eigentlich eher weniger. Wobei wir das vielleicht auch ausschalten sollten. Oder wir machen erstmal ins Safe-Gebiet einfach und dann schauen wir später mal, wie wir das erledigen. So, aber ich wollte hier nochmal gucken. Ich habe mich hier, glaube ich, komplett verbaut. 6x7. Ich muss das, glaube ich, eins höher setzen, so wie es aussieht, ja. So müsste das stimmen, ja. Gut, wir können es eigentlich auch aus Schiefer machen. Ich glaube, Schiefer müssten wir auch genug zusammenbekommen. Dann müssen wir nämlich den Sandstein erstmal nicht holen. So. Okay, ja, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Das machen wir heute noch. Dann würde ich sagen, schicke ich mal gerade noch mal ein paar Mahlzeiten rüber. Dann breche ich das nämlich nochmal kurz ab und setze es doch nochmal rein mit ein paar Mahlzeiten. Machen wir vielleicht nochmal, ja, machen wir mal 30, reicht erstmal. 30 davon, dann den Flachbildfernseher und das Teleskop. Gut. Und der Reis müsste demnächst auch wieder fertig sein, ja. Dann können wir da auf jeden Fall wieder einiges kochen. Hier draußen ist auch ein bisschen kalt. Ich weiß nicht, da müssen wir auch nochmal schauen, ob wir da jetzt die Heizung dann gleich einbauen. So, und ich würde es gerne aus Schiefer machen. Okay, ich finde es interessant, dass die erst die Brocken rausschleppen. Reiniger haben wir ja, glaube ich. Ja, Reiniger haben wir auf jeden Fall. Sehr gut. Syotex ist ein bisschen untätig. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Skulpturen herstellen. Yep.
Machen wir auch nochmal ein paar Skulpturen, dann können wir eigentlich hier gleich mal nochmal welche einbauen. Hier haben wir noch eine überlegene, die kommt dann hier rein. Exzellent kommt hier rein. Meisterlich machen wir hier rein. Was haben wir denn noch überlegen? Einfach mal hier rein. Exzellent haben wir noch, kommt dann hier rein. Die gute Skulptur kommt hier rein. Und haben wir hier unten noch welche? Noch eine gute Skulptur. Und was haben wir denn hier? Nochmal eine überlegene. Sehr gut. Und die normalen werden wir dann halt wieder verkaufen. Wunderbar. So, und ich glaube, die Abfallzone ist jetzt auch mittlerweile voll. Machen wir die auch nochmal ein bisschen größer. So, ich denke mal, das wird eigentlich gleich gemacht. Dann können wir den Boden hier noch entfernen. So, was machen eigentlich alle Kolonisten momentan? Du baust den Geothermie-Generator, das ist sehr wichtig. Mir wäre es wichtig, wenn wir die Wohnungen fertig bauen würden. So, jetzt reinigst du. Jetzt haben wir noch einen Piratenhändler, da können wir auch gleich mal noch vorbeischauen. Aber mich wundert, dass die Leute das nicht abbauen wollen. Bauteile fallen vom Himmel. Sehr nice. Die nehmen wir auf jeden Fall gleich mit. Das kann At Home erledigen. Ah, ist außerhalb der Zone noch. Ich denke mal, das Alpaka müsste sich jetzt wieder beruhigt haben. Hoffe ich jedenfalls. Dann kann At Home nämlich gleich mal die Bauteile holen. So. Und dann gehen wir nochmal kurz zum Piratenhändler. Und schau mal, was der noch alles hat, was wir dem vielleicht verkaufen könnten. Oh, der hat auch noch ein paar Sachen. Niere, Lunge, einfache Armprothese und so. Die könnten wir eigentlich mal kaufen. Bionischer Arm zum Beispiel, den brauchen wir auch noch irgendwann. Und ansonsten. Gut, die zwei behalten wir noch. Kraftstoff könnten wir verkaufen, wobei wir da auch nicht mehr so viel haben. Bauteile hat er ein bisschen was, das kaufen wir auf jeden Fall. Und ja, die Sachen von den Toten könnten wir mal verkaufen. Und hier vielleicht die fast schlechten Sachen. Ja, ich glaube, den Folienhelm, den behalte ich immer noch ein bisschen. Ja, den Rest behalten wir, denke ich. Das dürfte passen. So, und dann hoffentlich können wir die mal schnell reintragen, die Sachen. So, damit die auf jeden Fall nicht schlecht werden. Und dann werde ich irgendwann mal damit anfangen, vielleicht ein paar Leute zu verarzten. Zwar noch eine Hochzeit, Goofy und Ricardo heiraten, das ist sehr schön. Und ich wünschte, die Wände werden fertig gebaut oder würden fertig gebaut. Aber was machen die denn alle? Und ja, es sieht so aus, als ob wir hier eine Weile bleiben würden und Ben schlägt vor, dem der Gemeinschaft einen Namen zu geben. Wir nennen sie mal Farmkolonie. So. Mich wundert das ein bisschen. Was macht ihr denn jetzt alle? Ben, du trägst 20 Stahl. Oh, wir haben Tasca echt rekrutiert. Das ging flott und Tasca hat, glaube ich, kein Bein mehr. So wie es aussieht. Genau, da müssen wir linkes Bein implantieren. Bier verabreichen, Rauchblatt. Wir haben keine Kräutermedizin gerade. Das ist schlecht. Dann können wir momentan Tasca nicht helfen. Dann müssen wir warten, bis wir ein bisschen Kräutermedizin haben. Aber ich nenne Tasca mal in der Zeit noch um. Wir haben jetzt, glaube ich, Reaction, genau. Bester Name, Reaction. So. Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob ich solchen mal Reaction oder Reaktion nenne. Ich habe keine Ahnung. Mache ich wahrscheinlich, überlege ich mir so spontan.
So, jetzt haben wir noch einen Überfall. Nochmal einer in der ersten Kolonie, das ist sehr gut. Der hat einen Dreifachraketenwerfer. Okay, ich würde sagen, die haben zwei Dreifachraketenwerfer. Drei Dreifachraketenwerfer. Dann noch ein paar Überlebensgewehre, glaube ich. Hier sind Präzisionsgewehre dabei. Okay, ich würde sagen, die machen wir auf jeden Fall auch mit den Mörsern platt. Ich muss mal gucken, wie viele Mörsergeschosse wir noch haben. Ja, das reicht hundertprozentig. So, erstmal wieder alle ins Safe-Gebiet. Tiere ins Safe-Gebiet. Und ich würde sagen, ja, wir machen das in der nächsten Folge. Die ballern wir dann einfach mit den Mörsern auch weg. Das dürfte kein Problem sein. Und dann muss ich mal gucken, dass ich in der nächsten Folge auch hier nochmal ein bisschen was einstelle, damit das hier eher erledigt wird als das andere Zeug. Weil eigentlich Ben müsste das eher erledigen. Beziehungsweise, gut, er baut halt jetzt erstmal den Geothermie-Generator. Oder das Geothermie-Kraftwerk. Und danach macht er wahrscheinlich das andere. Naja, schauen wir mal in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gut, dann hoffe ich, hat die Folge euch wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.